Eigentlich soll es ein unbeschwerter Ausflug mit einem Amphibienfahrzeug werden. Doch dann zieht im US-Bundesstaat Missouri ein Unwetter auf und das ungewöhnliche Fahrzeug mit 31 Menschen an Bord geht mitten im See unter. Ein Amphibienfahrzeug ist auf einem See in den USA untergegangen. Mindestens 11 Menschen kamen dabei ums Leben, wie Sheriff Doug Radar örtlichen Medien sagte. Darüber hinaus wurden 7 Menschen verletzt und weitere vermisst. Auch Kinder seien unter den 31 Passagieren an Bord gewesen. Er gehe davon aus, dass ein Unwetter Ursache für das Unglück auf dem Table Rock Lake im US-Bundesstaat Missouri gewesen sei, sagte der Sheriff. Die Rettungskräfte würden in der Nacht weiterarbeiten, die Lage sei schwierig. Ob Kinder unter den Opfern sind, war zunächst unklar. Das werde ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, sagte Radar. 3 Kinder würden wegen leichter Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die genaue Zahl der Vermissten war zunächst unklar. Behörden riefen Angehörige auf, Vermisste zu melden. Die örtliche Feuerwehr hatte zuvor berichtet, es handele sich um einen Vorfall mit vielen Opfern. Die Zahl der Verletzten und Toten sei zweistellig. Laut Wetterbericht gab es im Bereich des Unglücks am späten Abend Gewitter und starken Wind. Bäume seien entwurzelt und Stromleitungen beschädigt worden. Das Ausflugsboot, ein Amphibienfahrzeug, das sowohl zu Lande als auch auf Wasser fahren kann, sank. Retter, darunter Taucher, waren an der Unglücksstelle. Der Table Rock Lake ist ein künstlicher See, südlich der Stadt Springfield, nahe an der Grenze zu Arkansas. Quelle: MTV. De